Guess the Max. Aus bestem Stall ein SUV heute bei Test the Max, der Freelander von Land Rover in der Version Frisch and Chips. Frisch, weil wer es noch nicht erkannt hat, das ist der Freelander 2. Chips, weil er ein kleines Motortuning von Lode 1899 unter der Haube hat. Ein Land Rover war ja schon immer ein Auto, auf das die Frauen anspringen und im günstigsten Fall draufspringen. Nur wer bisher im Freelander unterwegs war, durfte meistens alleine über den Boulevard flanieren, weil dieses Auto ungefähr so attraktiv war wie Camilla. Der Freelander 2 dagegen macht schon eine ganz andere Figur und Autoveredler Loder 1899 bietet das erste Styling- und Tuning-Kit für dieses Auto an. Number 2 ist 2 Zoll länger als der alte. Vom Range Sport stammt hier vorne der dicke Kühlergrill und die Kiemen an der Seite. Und von Loder gibt es sozusagen als Einstandsgeschenk noch die Flaps hier vorne am Frontspoiler und den Diffusor im Aluminium-Look. Bestes britisches oder in dem Fall bayerisches Schuhwerk haben die Jungs von Loder dem Freelander aufgezogen. Das sind selbstentwickelte 22 Zöller. Das nenne ich endlich mal wieder ein richtiges Rad. Und dieser Style passt sehr gut zu der Karosserie, denn durch diese klaren Formen und glatten Flächen hat der Freelander so richtig einen Hauch von Range Rover. Am Heck gibt es nochmal kleine Flaps von Loder, die sind ungefähr so groß wie 2 After Eight Plättchen. Und auch der zweiflutige Endschalldämpfer ist von Loder und natürlich aus Edelstahl. Also insgesamt ist der Freelander 2 wesentlich erwachsener geworden. Und gerade im Loder-Look, glaube ich, muss man mit diesem Auto nicht mehr alleine rumfahren. Das Leder hier drin sieht gut aus, kostet aber extra. Die Sitze stammen übrigens auch vom Range Sport und auf diesem Platz ist gerade eben noch Playmate Daniela gesessen. Aber diese Art der Sitzheizung ist leider nicht serienmäßig. Was ein Land Rover von anderen SUVs unterscheidet, ist, dass er natürlich ein echter Geländewagen ist. Über Stock und Stein ist er so flink wie ein Sherpa. Diese Überlegenheit im Gelände werden die meisten nicht nutzen. Vielleicht, wenn die Freundin mal ans Steuer darf und beim Rückwärts-Einparken den Bordstein hochklettert. Das hier ist der magische Knopf, das Terrain Response System. Per Knopfdruck wird hier der Motor im Zusammenspiel mit dem Allradantrieb und der Haldex-Kupplung auf den jeweiligen Untergrund eingetunt. Und egal ob Matsch, Schnee, Felsbrocken oder eben Bordstein, alles wird mit dem Land Rover zum Kinderspiel. Auf der Straße gehen 75% der Kraftübertragung auf die Hinterachse. Deswegen untersteuert der Freelander 2 auch ein bisschen in schnelleren Kurven. Überhaupt ist er auch ein bisschen weich in den Knien, so wie ein britischer Seemann auf Landgang. Und etwas mehr Feedback könnte man auch von der Lenkung bekommen. Da ist die Rückmeldung ungefähr so groß wie von einem Leuchtturm im Nebel. Okay, Rasen ist ja sowieso nicht die feine englische Art, schon gar nicht in dem Land Rover, aber vielleicht könnte Loder trotzdem demnächst ein bisschen das Fahrwerk straffen. Vorne im Maschinenraum sitzt der 2,2 Liter große Vierzylinder-Diesel von Ford. Der hat in der Serienversion 155 PS. Loder hat da ein bisschen am Motormanagement rumgespielt. Das sind jetzt 185 PS und hier im optimalen Drehzahlbereich, so zwischen 3 und 4, zieht er auch ganz ordentlich an. Nicht gerade wie ein Weltmeister, aber beim Gewicht von 2,5 Tonnen, da muss er natürlich auch schon fast einen kleinen Panzer ziehen. Und so schafft er es dann statt 11,7 wie in der Serienversion in 10,9 auf 100. Allerdings so ab 160, dann braucht er ganz schön lang, um die Höchstgeschwindigkeit von 195 zu erreichen. Da darf man es wirklich nicht sehr eilig haben. Das sind aber immerhin 14 Kilometer mehr als der normale TD4. Der schafft nämlich nur 181. Die 30 mehr PS hier in dem Loder-Paket sollte man sich auf alle Fälle gönnen. Das ist das Salz in der Suppe, das macht den Unterschied. Also es sollte schon dann ein Land Loder sein. Allerdings, hier spricht der Preis, 45.000 Euro kostet der Freelander 2 in dieser Version. Mit Navi, Leder und allem drum und dran. Dann kommen noch mal 7.000 Euro für das Paket von Loder obendrauf. Da muss man schon die Bank auf England knacken. Test the Max.